Wenn man eine neue Uhr kauft, ist man eigentlich immer frisch verliebt und hat gar nicht so den Blick für das, was einem nicht gefällt. Deswegen mache ich immer mein eine Woche am Arm Video. Trotzdem kann es sein, dass nach einer noch längeren Zeit noch andere Eindrücke entstehen. Und dafür ist diese Serie Langzeitfazit nach über einem Jahr. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast zu einem Langzeitfazit. Heute geht es um die Decla Turbulenz 1 mit dem grün verlaufenden Ziffernblatt. Zum Zeitpunkt der Aufnahme habe ich die Uhr ungefähr 18 Monate in meinem Besitz. Ich habe das Decla-Band gegen ein Hirschband ausgetauscht, kann man es sehen, welches Hirschband das ist. Mal schauen, ob ich es in die Kamera bekomme. Ich bin bei dieser Uhr ehrlich gesagt hin und her gerissen. Die technischen Daten der Uhr sind fantastisch. Ein gehärtetes Gehäuse, Decla nennt das Six Steel. Es wird wahrscheinlich ein kolsterisiertes Gehäuse sein, so wie es auch andere Hersteller machen, wie Sinn, Archimede, neuerdings auch Circular. Ich denke, das ist exakt das gleiche Verfahren. Die Farbe des Stahls lässt es zumindest vermuten. Es ist ein Weicheisenkäfig verbaut. Die Uhr ist also über die üblichen Werte hinaus Magnetfeld geschützt. Sie ist mit 40 mm fantastisch am Arm. Und durch das Kautschukband trägt sie sich auch gut und ist eine sehr schöne sportliche Uhr, die auch für sportliche Aktivitäten gut ausgerüstet ist. Und trotzdem trage ich die Uhr in der Regel nicht mehr als ein oder zwei Tage. Also eine der Uhren, bei der ich nie das Bedürfnis habe, sie deutlich länger am Arm zu lassen. Sie ist nachts sehr gut ablesbar. Sie geht genau, hat nur wenige Sekunden Abweichung pro Woche. Und trotzdem fremdel ich mit der Uhr. Ich habe lange gegrübelt, woran das liegen könnte. Ich vermute, das ist aber nur eine Vermutung, dass mir für die Größe des Ziffernblattes die Indizes, sowohl die Strichindizes als auch die Zahlen zu groß, zu breit, zu fett sind. Das ist natürlich eine sehr ambivalente Aussage. Zum einen sind mir die Indizes zu groß, zu breit, zu fett. Zum anderen lobe ich die fantastische Nachtablesbarkeit. Das eine bedingt natürlich das andere. Nachts ist die Uhr ein absoluter Knaller und begeistert mich total. Tagsüber ist mir das ein bisschen zu viel Index auf dem Ziffernblatt. Ich habe keine Ahnung, wie man dieses Dilemma lösen kann. Aber das führt dazu, dass ich die Uhr nicht sehr lange am Stück trage, obwohl sie vom Tragekomfort her, von den Spezifikationen, von der Robustheit und natürlich auch von der Ablesbarkeit bei Tag echt klasse ist. Trotzdem stört mich das. An das Grün habe ich mich gewöhnt. Grün ist nicht ganz meine Farbe, aber das Grün ist hier so dunkel, dass es nicht über die Maßen auffällt. Und zudem ist es ein Grünton, mit dem ich mich besser anfreunden kann, als wenn es so ein knalliges Giftgrün, Grasgrün, Neongrün wäre, was ja bei Uhren zum Glück so gut wie überhaupt nicht der Fall ist. Eine Uhr, die ich bedenkenlos jedem empfehlen kann, der mit dem Ziffernblattdesign und den großen Indizes etwas weniger fremdelt als ich. Ich denke, ich werde sie behalten. 150% entschieden ist das noch nicht. Einfach weil mich die technischen Daten der Uhr begeistern, der Tragekomfort und nicht zuletzt auch der Preis. Denn wenn ich eine Uhr bei etwas härteren Einsätzen trage, ist der Preis für mich auch immer ein Kriterium, weil es mir viel leichter fällt, 3, 4, 5 oder 600 Euro zu versenken, als 2 oder 3.000 Euro. Das heißt, bei dieser Uhr bin ich tatsächlich bereit, Konzessionen zu machen und Zugeständnisse zu machen und auch Abstriche zu machen in meinem persönlichen Wohlfühlen, allein aufgrund des niedrigen Preises. Und deshalb wird die Uhr
wahrscheinlich bleiben, aber wie gesagt, 150% entschieden ist das noch nicht.